Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 12. Buch Sozialgesetzbuch und zur Aufhebung der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch, Drucksache 19/4895. Und ich erteile Herrn Sozialminister Grüttner das Wort. Sie haben jetzt eine hohe Latte gelegt, was Amüsement anbelangt. Ne? Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich freue mich, dass eben mit der Tagesordnung aufgerufene Gesetze durch die Hessische Landesregierung einbringen zu können. Die Bundesregierung hat mit den vorgenommenen Änderungen bei den Neuregelungen der Nachweis- und Abrufregelungen vom SGB XII vom 21. Dezember 2015 eine Anpassung der Regelungen im Landesrecht erforderlich gemacht. Betroffen sind hierbei im Einzelnen Termine für Quartalsabrufe, die Abrufzeiträume, die eingeführte Jahresrevisionsklausel sowie die Nachweispflichten. Ferner muss eine Gesetzesbereinigung erfolgen, indem die Vorschriften der Verordnung über die Zuständigkeiten für den Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig in das Hessische Ausführungsgesetz zum 12. Buch Sozialgesetzbuch überführt werden. Das sind eben die Zuständigkeit zum Mittelabruf, zum Erstattungsverfahren, zur Nachweisprüfung und der Aufsicht im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung. Gleichermaßen wird die seit dem Jahr 2010 ausstehende Anpassung an die zum 1. Januar 2001 in Kraft getretene Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten vorgenommen, sowie eine Regelung zur sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe aufgenommen. Der LBV Hessen ist bisher nur für die stationäre und teilstationäre Leistungen nach dem § 67 SGB XII und für die ambulanten Hilfen zur Sesshaftmachung für den Personenkreis der sogenannten Nicht-Sesshaften sachlich zuständig gewesen, wenn diese ambulante Leistung der Sesshaftmachung gedient hat. Im Rahmen des Delegationsbeschlusses des LBV sind diese Leistungen auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe delegiert worden. Das Änderungsgesetz sieht eine Erweiterung der sachlichen Zuständigkeiten des LBVs um das komplette betreute Wohnen vor. Durch diese Gesetzesänderung ist im Übrigen der seit längerer Zeit von vielen Verbänden bemängelnde Begriff des Nichtsesshaften nunmehr endgültig aus dem Gesetzestext entfernt worden. Das liegt im Interesse der Landesregierung und entspricht auch dem Vorschlag der Fachkonferenz der Hessischen für Wohnsitzlose. Im Weiteren erfolgt eine Zuständigkeitsvereinbarung für Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres Eingliederungshilfe erhalten. Wir streichen die Übergangsschriften, die durch das Hessische Offensivgesetz geschaffen worden sind. Insofern wird durch diesen Gesetzentwurf einmal Anpassungen an bundesgesetzliche Regelungen, Zuständigkeitsvereinfachung für Menschen mit Behinderung in Werkstätten und Bereinigung der Regelungen bedingt durch das Hessische Offensivgesetz vorgenommen. Ich erwarte eine spannende Beratung des Gesetzentwurfs. Danke, Herr Minister Grüttner. Ich eröffne diese Beratung. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als Erstes hat sich Frau Gnadl für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Grüttner, ob wir am Ende wirklich spannende Debatten auch noch im Anschluss an die heutige erste Lesung haben werden, bleibt abzuwarten. Es wirkt auf den ersten Blick nicht ganz so konfliktträchtig, dieses Gesetz. Aber wir werden das sicherlich auch im Ausschuss noch entsprechend beraten und sicherlich auch zu diesem Gesetz noch eine Anhörung haben, wo wir abwarten können, ob noch da Änderungsbedarf besteht oder nicht. Es ist ein neuerliches Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB XII. Es setzt Änderungen des Bundesrechts zum Teilhabegesetz um in der Pflegeversicherung und beim SGB VIII.
Damit werden weitere gesetzliche Vorschriften und Verordnungen bereinigt. Ich will nur wenige Punkte herausgreifen aus dem Gesetz in dieser ersten Lesung. Durchaus interessant ist, dass eine Anpassung an eine seit, Sie haben es schon erwähnt, 2001 in Kraft getretene Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erfolgt. Da haben wir uns natürlich schon gefragt, warum hat das eigentlich so lange gedauert. Aber das ist sicherlich auch etwas, worüber wir noch im Ausschuss diskutieren können. Was den Inhalt betrifft, können wir durchaus auch positiv, sehen wir es durchaus positiv, den Punkt, dass bisher nur ambulante Hilfen zur Sesshaftmachung geleistet werden durften und dass diese Einschränkung jetzt fällt. Das erscheint uns durchaus sinnvoll. Die weitere Regelung, wonach Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen in Zuständigkeit des überörtlichen Trägers verbleiben, auch wenn sie über 65 Jahre sind, jedoch längstens bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze, ist ein weiterer inhaltlicher Punkt, der uns durchaus sinnvoll erscheint, der von den Kommunalen Spitzenverbänden auch vorgeschlagen wurde. Worum es in diesem Gesetz noch nicht geht, und das ist sicherlich ein sehr, sehr spannender Punkt, der noch in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es auch um die Umsetzung des Teilhabegesetzes geht, der mit diesem Gesetz jetzt noch nicht aufgegriffen wurde, das ist die Bestimmung der Träger der Eingliederungshilfe. Und wir haben da jetzt in diesem Gesetz noch nicht, wird noch nicht dieser Punkt geregelt. Ich möchte aber schon an dieser Stelle auch deutlich machen für die SPD-Fraktion, dass wir ganz klar hinter der Leistungsfähigkeit des Landeswohlfahrtsverbands stehen, dass wir davon überzeugt sind, dass die Leistungen für Menschen mit Behinderungen landesweit gleichermaßen gelten müssen und dass diese Leistungen nicht von der Kassenlage einzelner Kommunen oder also der jeweiligen Kreise oder kreisweisen Städte abhängig sein dürfen. Aus unserer Sicht sind unterschiedliche Strukturen für Menschen mit Behinderungen unzumutbar. Und der LWV garantiert hier eine sehr, sehr hohe Fachlichkeit und auch eine angemessene Qualität. Und das haben auch die Menschen mit Behinderung verdient. Das will ich zumindest an dieser Stelle schon auch im Vorgriff auf das, was wir auch in den nächsten Monaten an Debatte zu erwarten haben, für die SPD-Fraktion auch schon an dieser Stelle deutlich machen, dass es eben für uns dieser Punkt sehr, sehr wichtig ist. Und ja, jetzt freuen wir uns auf die, wie sagte Herr Minister Grüttner, spannende Beratung dieses Gesetzentwurfs im Sozialpolitischen Ausschuss. Danke, Frau Gnadl. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bartels zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Hessische Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch 12 regelt die Zuständigkeit der örtlichen Träger und des überörtlichen Trägers. Die örtlichen Träger sind die kreisfreien Städte und die Landkreise. Der überörtliche Träger ist der Landeswohlfahrtsverband Hessen. Er kann Aufgaben an die örtlichen Träger gegen Kostenerstattung delegieren. Die Überarbeitung des Ausführungsgesetzes erfolgt aufgrund des Bundesteilhabegesetzes und des Pflegestärkungsgesetzes. Beide Gesetze stärken die soziale Sicherheit der Bevölkerung. Durch das Bundesteilhabegesetz werden in mehreren Stufen von 2018 bis 2022 die Eingliederungshilfen aus der Sozialhilfe herausgelöst. Es entwickelt sich somit ein eigenständiger Rechtsanspruch. Eingliederungshilfen sind Assistenzen zur Teilhabe am Leben, in der Gemeinschaft, in der Ausbildung und im Arbeitsleben.
Daher sind auch die Ausführungsgesetze auf Länderebene von praktischer Bedeutung. Die Hilfen sollen schnellstmöglich bei den Menschen ankommen. Es ist zu erwarten, dass im Rahmen der Realisierung des Bundesteilhabegesetzes und der Auswertung der Erfahrungen in den Modellregionen weitere Änderungen des Ausführungsgesetzes sinnvoll werden. Im Moment, jetzt werden im Einzelnen folgende Änderungen vorgenommen. Der überörtliche Träger Landeswohlfahrtsverband erhält umfassende Zuständigkeit im Bereich betreutes Wohnen. Die bisherige Einschränkung auf nicht sesshafte Personen entfällt. Vielmehr wird der LWV für alle Personen in besonderen Lebenslagen im Sinne des § 67 SGB XII wie Obdachlose, Haftentlassene, Suchtkranke im betreuten Wohnen zuständig. Folgerichtig wird auch die Möglichkeit der Delegation an die örtlichen Träger der Sozialhilfe im neuen § 4a gegen Kostenerstattung ermöglicht. Personen, die von überörtlichen Träger Eingliederungshilfe in einer Behindertenwerkstatt erhalten, bekommen dieses auch nach Vollendung des 65. Lebensjahres von ihm. Das ist ein Bürokratieabbau. Die Regelung zur Errichtung eines Zweckverbandes zur Organisation von Sozialhilfe und Eingliederungshilfe entfällt, da keine Notwendigkeit mehr besteht. Die Trennung von Eingliederungshilfe und Sozialhilfe im Bundesteilhabegesetz regelt auch hier eindeutig die Verantwortlichkeiten. Die Neuregelungen im Bundesteilhabegesetz hinsichtlich der Zeiträume für Nachweis und Mittelbedarf erfordern entsprechende Änderungen in den Ausführungsgesetzen auf Länderebene. Das haben wir hier so getan. Das weitere Vorgehen kurz zusammengefasst. Wir freuen uns, wie die Vorrednerin auch schon gesagt hat, mit großer Spannung auf die Beratung des Gesetzentwurfs im Ausschuss, einschließlich der Anhörung betroffener Experten. Im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird es auch in dem Ausführungsgesetz zu Anpassungen kommen. Bei diesem Thema Änderung des HAG zum SGB XII ist auch ein Gesetzentwurf der Regierungsfraktion im Geschäftsgang. Er wurde in der letzten Ausschusssitzung SIA beraten. Dieser war notwendig und dringlich, da der Bundestag am 23.12.16 im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes eine Entlastung für Länder und Kommunen beschloss. Es wird zwischen 2017 und 2019 eine Pauschale geleistet. Der Fraktionsgesetzentwurf regelt hier den Zahlungsfluss. Daher kann dieser schneller beraten und verabschiedet werden, damit die Träger schnell die Mittel erhalten. Noch einmal zusammengefasst, wir freuen uns auf die Beratung im Detail in den Ausschüssen und werden auch die Ausführungsgesetze entsprechend der Erfahrung der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes weiterentwickeln und hier auch im Landtag bei den Ausführungsgesetzen am Ball bleiben. Vielen Dank. Danke, Herr Bartelt. Für die FDP-Fraktion hat sich Ihr Vorsitzender, Herr Rock, gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vielleicht sage ich es noch einmal für die wenigen Zuschauer, die wir heute haben. Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, dass in der Sozialhilfe mehr Geld in Hessen zur Verfügung steht. Und wir hier im Landtag müssen jetzt organisieren, dass dieses Geld auch ausgezahlt werden kann. Jetzt gibt es da Fristen, und darum muss das alles relativ schnell gehen. Und hier geht es nicht um eine grundsätzliche politische Entscheidung, sondern es geht vor allem darum, formale Voraussetzungen zu schaffen. Darum ist das auch nicht groß umstritten. Wir haben jetzt auf den ersten Blick nicht große Fehler im Gesetz in der Umsetzung gesehen. Dem wird jetzt noch eine Anhörung folgen. Da kann man noch einmal schauen, ob es formal etwas nicht optimal gelaufen ist. Dann wird es dieser Hessische Landtag nachbessern. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, dass wir hier den Zuschuss vom Bund bekommen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Rock. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Erfurth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Ja, das scheint ja kein hochumstrittenes Gesetz zu sein, mit dem wir uns jetzt zu beschäftigen haben. Herr Rock, nur noch einmal an Ihre Adresse. Also, wir kriegen keine Geschenke vom Bund, sondern es ist Teil der Vereinbarung zwischen Bundesländern und Bund, wie sozusagen das Bundesteilhabegesetz umgesetzt wird, weil ja auch Kosten neu justiert werden müssen. Aber genau diese Regelung müssen wir ja jetzt treffen. Also, im Grunde sind es aus meiner Sicht vier Regelungskreise. Wir machen eine Anpassung in der Folgeänderung vom Bundesteilhabegesetz, damit wir sozusagen die entsprechenden technischen Dinge auf den Weg bringen können, wie eben die Quartalsabrufe und all das, was der Minister hier vorgestellt hat. Dann nehmen wir eine Gesetzesbereinigung vor im Bereich der Grundsicherung für die Menschen, die bisher in Werkstätten gelebt haben, die jetzt das Rentenalter erreichen. Da haben wir dann eine Zusammenfassung der Zuständigkeit beim Landeswohlfahrtsverband. Auch das ist sicher sinnvoll. Und dann, last but not least, werden wir uns mit der bisher sogenannten nicht sesshaften Hilfe beschäftigen. Hier wird eben dem Fachbeirat für Wohnungslose gefolgt in der Bezeichnung. Und wir werden auch hier eine Zusammenführung haben beim Landeswohlfahrtsverband, um hier mehr Transparenz und Stringenz sozusagen in die Ausführung zu bringen. Und das ist sozusagen der Regelungsbereich, den wir haben. Und wir haben noch keine endgültige Anpassung an das Bundesteilhabegesetz, was die Eingliederungshilfe angeht. Das hat ja, darauf hat die Kollegin Gnadl hingewiesen und auch der Minister. Das wird uns noch länger begleiten, weil hier längst noch nicht alle Vorschläge und Vorstellungen auch im Bereich der kommunalen Gebietskörperschaften ausgeixt sind. Und da haben wir, glaube ich, noch einiges vor uns. Aber das hier scheint jetzt erst einmal auf einem Weg zu sein, dass wir uns in der Anhörung gegenseitig noch einmal schlau machen und dann hoffentlich auch mit großer Einvernehmlichkeit das Gesetz verabschieden können. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Erfurth. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den SIA. Meine Damen und Herren, dies ist auch das Ende des heutigen Beratungstages. Mir bleibt nur noch, Ihnen als amtliche Mitteilung einen wunderschönen Abend zu wünschen. Wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr.